MWT zählt Schrittarbeit zu den fortgeschrittenen und schwer zu erlernenden Lehrinhalten des Systems. Erfahrungsgemäß werden Schritt- und Trittanwendungen aus sogenannten traditionellen Gründen eher spät vermittelt. Das Ergebnis ist mangelnde Flexibilität bei der Umsetzung der WT-Prinzipien. Das vorliegende Video soll dazu beitragen, fundamentale Kenntnisse dieses wichtigen Aspekts frühzeitig in die Ausbildung zu integrieren. MWT dienen Stände der Vorbereitung für Angriff oder Verteidigung. Ein guter Stand ermöglicht schnelle Bewegungen bei Wahrung des Gleichgewichts und bietet maximalen Schutz im Rahmen der jeweils angestrebten Kampfstrategie. Bei Gleitschritten setzen wir einen Schritt nach vorn und ziehen mit dem hinteren Bein nach. Sie eignen sich für Aktionen aus nächster Distanz und zur Verfolgung. Bei Nachstellschritten bewegen wir zunächst das hintere Bein vom Gegner weg. Wir setzen sie im Zusammenhang mit dem Entfernen oder Wegdrücken vom Gegner ein. Nachstellschritte dienen dem Rückzug oder dem Wiederherstellen von verlorenem Gleichgewicht. Von allen Schrittmustern kommen Wechselschritte den Bewegungen des natürlichen Laufens noch am nächsten. Sie eignen sich für die rasche Überbrückung großer Distanzen bei gleichzeitiger Möglichkeit, dem Gegner auszuweichen oder ihn zu kontrollieren. Zirkelschritte ermöglichen den Wechsel von Innen- zu Außenpositionen und umgekehrt. Sie werden zum Ausweichen, Werfen oder für Verankerungen eingesetzt. Ankerschritte dienen der Stabilisierung bei Wendungen und Schritten. Durch die senkrecht auf den Boden wirkende Kraft des Ankerbeins nutzen wir den entsprechenden Bremseffekt, um unseren Körper aus einer Bewegung zum Stillstand zu bringen. Beim Ausfall oder einfachen Schritt nutzen wir unser Körpergewicht im Sinne eines Falling Steps. Dadurch machen wir uns die Gravitation für die Verstärkung unseres Angriffs zunutze. Thank you.
Schrittarbeit dient der sicheren Überbrückung von Distanzen. Hier überbrückt der Verteidiger die Distanz durch einen zuvorkommenden Angriff und Kontrolle des gegnerischen Beins. Hat der Gegner seinen Angriff bereits eingeleitet, kann die Distanzüberbrückung im Idealfall durch einen Stopptritt erfolgen, um diesen am Vordringen zu hindern. Versäumen wir es, dem Tritt eines Gegners durch unseren eigenen Angriff zuvorzukommen, kann die Distanzüberbrückung auch durch defensive Schutzhaltungen erfolgen. Schrittarbeit kann der Verfolgung eines Angreifers zur Kontrolle oder dem Nachsetzen des eigenen Angriffs dienen. Grundsätzlich gilt hierbei, dass wir nur in einen Gegner hineingehen, der ohnehin durch Vorwärtsbewegung Druck in unsere Richtung ausübt. Andernfalls sind während den Folgen Kontrolltechniken durch Griff und Zug notwendig, um den Kontakt nicht zu verlieren. Verlieren wir im Kampf unsere Ausrichtung zum Gegner, gilt es, diese möglichst schnell wiederherzustellen. Hier sehen wir eine Befreiung aus einem sogenannten Polizeihebel mit anschließendem Konter. Schrittarbeit kann uns helfen, gegnerische Kräfte aufzunehmen und zu verstärken. Abhängig von den Verhältnissen der wirkenden Kräfte wird dabei das Gleichgewicht des Gegners gebrochen oder die eigene Angriffswucht vergrößert, indem wir uns in den Gegner hineinziehen. Im WT gibt es abwehrende Bewegungen nur für den unausweichlichen Kollisionsfall. Im Idealfall erfolgt die Verteidigung bei bereits gegenwärtigen Angriffen durch ausweichende Schrittarbeit. In diesem Beispiel benutzt der Verteidiger die Wendung, um dem Angriff des Gegners zu entgehen. Verlorenes Gleichgewicht lässt sich durch stabilisierende Beinarbeit wiederherstellen. In diesem Beispiel benutzt der Verteidiger eine Ankertechnik, um sich am gegnerischen Bein festzuhalten. Wie bereits zuvor angedeutet, lässt sich verlorenes Gleichgewicht auch durch einen Gegenimpuls wiederherstellen. Ein wichtiger Aspekt bei der Überbrückung von Distanzen ist die Kontrolle der gegnerischen Beine. Hier sehen wir eine Stampftritt-Immobilisierung, gefolgt von einem Kniehebel.
Schrittarbeit kann der Befreiung aus Immobilisierungen dienen. In diesem Beispiel befreit sich der Verteidiger durch das Absenken seines Körpergewichts. Mit Hilfe von Wurf- und Fegetechniken können wir das Gleichgewicht eines Gegners stören und dem Kampfesverlauf eine überraschende Wende geben. Die Sihonim-Tau-Form stellt für Beginner den ersten Schritt beim Erlernen des WT dar. Dabei folgen wir der didaktischen Maxime vom Einfachen zum Schweren, mit dem Hintergrund, sich nur auf ein oder wenige Details zu konzentrieren. Aus diesem Grund beinhaltet diese Form lediglich das Einnehmen des Yi Ji Kim Yung Ma Standes mit den Bewegungen Tan und Bongo. Tan-Gö kann als seitlicher Schienbeinhebel eingesetzt werden, nachdem die Distanz zum Gegner überwunden ist. Durch diese Maßnahme hindern wir den Gegner, sich im weiteren Verlauf zu uns auszurichten, wodurch seine Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. In der nachfolgenden Übung sehen wir, wie Tan-Gö für den passiven Schutz der tiefen Ebene eingesetzt wird. Die Vorübung lässt erkennen, dass wir unseren Unterleib hierbei mit einer keilförmigen Position schützen, während wir zugleich aus der Angriffsflucht gehen. Tritt uns der Gegner aus unmittelbarer Nähe, kommen wir diesem aus der gewendeten Position entgegen, um selbst zu treten. Tan-Gö ist somit eine schützende Übergangsbewegung bei der Einleitung des eigenen Trittes. Kommt uns der Gegner dabei entgegen, folgen wir seinem Bein und führen abwärtsgerichtete Tritte oder Fegebewegungen aus. Hier dieselbe Situation mit dem Unterschied, dass der Gegner durch den Stampftritt sein Gleichgewicht verliert. Diese Übung kombiniert Bong und Tan-Gö mit Tai-Gö, dem hebenden Bein. In Anwendung können wir uns in Situationen, in denen wir unser Gleichgewicht nach hinten verlieren, am gegnerischen Bein einhaken und stabilisieren und dadurch wieder an den Gegner heranziehen.
Ähnlich wie beim Tango kann auch der Bongo als vorbereitender Teil der eigenen Trittbewegung im Falle einer unvermeidlichen Kollision Schutzfunktion übernehmen. Der gegnerische Tritt wird dabei an uns vorbeigelenkt. Bong und Tangö können auch im Sinne einer Greifbewegung eingesetzt werden. Hier senkt der Verteidiger nach der Vereitelung des Kniestoßes das Bein seines Angreifers durch die sogenannte Bongo-Zange, wodurch er eine Öffnung für den eigenen Kniestoß erzeugt. Bei Bong und Tangö können nicht nur die Schienbeinbereiche, sondern auch die Oberschenkel wirksam eingesetzt werden. Hier vereitelt der Verteidiger den Tritt seines Gegners durch eine ablenkende Bewegung seines Oberschenkels.